Liebe Freunde, liebe Besucher, liebe Christiane, ich bin überglücklich, mein so lange gehegtes Buchprojekt euch heute vorstellen zu können. Ihr habt gerade gehört, es war bis in den letzten Moment sehr unsicher, ob heute tatsächlich die Bücher auf dem Tisch liegen würden. Umso schöner ist es, dass es jetzt da ist und vor allen Dingen, dass es dieses Projekt nun endlich als ein gedrucktes Buch gibt, was ja nicht selbstverständlich ist im Zeitalter von Portfolios, die ins Internet gestellt werden und Books on Demand und so weiter oder gar elektronischen Büchern. Also das ist das Werk, was jetzt wirklich zwischen zwei Pappendeckeln in die Hand zu nehmen ist und diese Fotografien versammelt. Besonders glücklich bin ich allerdings darüber, dass ich das heute auch hier vorstellen kann. Mit Christiane verbindet mich eine lange Freundschaft. Wir haben gemeinsam in der Dunkelkammer gearbeitet, was ich heute Morgen übrigens auch getan habe, um mich ein bisschen zu beruhigen und die Aufregung so runterzudrehen. Das Schöne am Beruf des Fotografen ist ja, dass er auch ein Handwerk hat, bei dem man sich mit den Bewegungen, die man immer so gleichmäßig ausführt, irgendwie schön meditativ wieder beruhigen kann über irgendwelche bevorstehenden Ereignisse. Ja, dieses Zeitbild ist jetzt als Buch hier auf dem Tisch und ich möchte hier nochmal ganz besonders allen danken, die diese Vorzugsausgabe meines Buches. Es gibt eine Vorzugsausgabe, in der eine Originalfotografie, ein Originalabzug beigelegt ist und einige der Subskribenten sind heute Abend auch hier. Ich möchte mich also nochmal besonders bedanken, dass die vor Erscheinen des Buches das Risiko eingegangen sind zu sagen, ja, wollen wir haben, kaufen wir, wir glauben das. Wir glauben, dass dieses Buch erscheinen wird. Und ohne deren Subskriptionszeichnung wäre das nicht so möglich gewesen, dass es jetzt auch eine Buchhandelsausgabe gibt, die eben für jedermann frei zu erwerben ist. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, diesem Buch einen Platz in der Berlin-Literatur, die ja sehr umfangreich ist, wie Sie sicher wissen, diesem Buch einen Platz in der Berlin-Literatur zu verschaffen. Und ich habe mich auch ausdrücklich am Ende meines Buches auf der letzten Seite finden Sie eine ganze Seite, wo ich meine persönliche Berlin-Bibliografie auch vorstelle, also die Bücher vorstelle oder zumindest nenne, die für mich in der Beschäftigung mit der Stadt und ihrer Geschichte besonders wichtig geworden sind. Das war's, was ich jetzt so kurz sagen möchte und ich bedanke mich bei allen, die jetzt gekommen sind und für ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich sage euch noch gerne, das muss man schließlich auch wissen, dass das frisch gebackene Buch 33 Euro kostet, was für die große Druckqualität und die schönen Aufnahmen nicht zu teuer ist. Ich wollte euch noch gerne zeigen, das hat mich besonders beeindruckt, weil ich finde, Sie wissen, also mit diesem Vorher-Nachher, das bin ich dir übrigens sehr dankbar, dass du das nicht gemacht hast. Das will ich mal sagen, weil das zwar immer ganz schön sein kann, aber eigentlich ist es sowas von abgenuckelt auch irgendwie, dass man das Gefühl hat, man braucht es nicht mehr. Wissen Sie, was besonders schön ist? Wenn Sie gucken, es gibt ja unterschiedliche Abteilungen in dem Buch. In dem Inhaltsverzeichnis sehen Sie das. Und da ist es jedes Mal so, dass André Kirchner uns sagt, von welchem Blickwinkel aus er dieses Foto gemacht hat. Das heißt, es ist ganz einfach für uns vorzustellen, wo hat er gestanden. Und das ist, wie ich finde, eine so rasant gute Idee. Ich weiß nicht, ob André sie gehabt hat oder ob der Verlag sie gehabt hat oder wie er überhaupt nach Jahren wusste, wo er gestanden hat. Ich würde es gar nicht wissen, aber wie auch immer. Das ist wunderbar. Und ich finde es eine super gute Idee. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Buch
in der Berlin-Bibliothek seinen Platz finden wird, weil es eigentlich keinen vergleichbaren Bildband dazu gibt, kann man sagen. Und ich kann Ihnen verraten, es ist ja, man denkt über die eigene Lebenszeit ja auch immer ein kleines bisschen nach, ich habe gedacht, ich würde gerne 30 Jahre älter werden, weil ich gerne in 30 Jahren diesen Bildband angucken würde und gerne wissen würde, was ist jetzt nochmal wieder anders geworden und wie hat sich meine Erinnerung, die ja nun schon auch vor der Wende, mit der Wende, nach der Wende und so weiter ein ganzes Sammelsurium von Bildern enthält, wie hat sich das dann noch einmal verändert? Mein Vater ist gerade 92 geworden, also ich habe das Gefühl, ich habe ganz gute Aussichten, vielleicht dann in 30 Jahren mit wackelndem Kopf hier reinzugucken und zu sagen, so war es damals. Seien Sie so lieb, bleiben Sie noch ein bisschen bei uns, lassen Sie sich vielleicht etwas zu trinken geben und sprechen Sie vor allen Dingen mit ihm. Er ist der Wichtigste oder vielleicht mit ihm, er ist der Verlag. Das wollte ich auch noch ganz kurz sagen, Herr Kaiser. Ich habe ganz vergessen, die Zusammenarbeit mit dem Nikolai Verlag zu erwähnen. Das ist mir jetzt so rausgerutscht, das Kärtchen. Ich bin Ihnen besonders dankbar für diese Zusammenarbeit, denn in dem Buch stelle ich meine Bilder ja nicht nur einfach so hin und sage, ja, das sind meine Fotos und fertig, sondern ich habe mich auch auf das Wagnis eingelassen, selber ein paar Kapitel zu verfassen und sozusagen das, was ich mir dabei gedacht habe oder die geschichtlichen Zusammenhänge, in denen ich meine Fotografien gesehen habe, auch wirklich schriftlich darzustellen. Und das verdanke ich Herrn Kaiser, der hier vor mir steht, der gesagt hat, ja, lieber Herr Kirchner, das ist ja schön und gut, Ihre Idee, aber Sie müssen es eigentlich selber schreiben. Wer sonst außer Ihnen sollte das eigentlich aufschreiben? In diesem Fall kann ich sagen, hatte ich, glaube ich, überhaupt nie gezögert zu sagen, dieses Wagnis gehen wir zusammen mit Herrn Kirchner ein, weil mich die Fotografie von Anfang an ja nicht nur überzeugt, sondern auch wirklich sehr berührt hat. Und jedes Mal, wenn ich Herrn Kirchner auch über seine Fotografie reden höre, dann fällt mir wieder was ein, warum das eigentlich richtig ist, das in ein Buch zu bringen. Und ich habe den Verdacht, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich irgendwie ein neues, gutes Argument finde. Also ich kann diesen Band jetzt nicht nur aus professionellen Gründen, sondern auch wirklich aus persönlichen Gründen Ihnen ans Herz legen. Es ist eine ganz besondere Sicht auf Berlin und die es meines Erachtens so sonst nicht gibt. Und ja, vorhin fiel das Wort Ihrer Fotos sein wahr. Das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch und vielleicht auch ein bisschen überraschend im Zusammenhang mit Fotografien. Ich kann das unterschreiben. Also es ist ein Blick, der sich selber extrem zurücknimmt, trotzdem immer, es ist immer erkennbar, also ich habe bei mir irgendwie so eine Skala entwickelt, all diese Fotos, die da drin sind, haben eine auf der sozusagen kirchnertypischen Fotografie-Skala einen Wert von 80-120%. Und das finde ich einfach ganz, ganz großartig, dass es das auch noch gibt, dass man wirklich, also wie bei bestimmten Künstlern, steht vor einem Bild und hat das nie vorher gesehen, weiß aber genau, das ist von dem und dem Künstler. So geht es auch bei diesen Fotografien. Also die Handschrift ist nun so deutlich und sie schält auch wirklich aus dieser Wirklichkeit etwas heraus und band das ins Bild, was es sonst so nicht gibt. Also ich habe auch hinten im Klappentext von der Stille auch gesprochen, die ich finde, in diesen Bildern ist. Heute früh noch darüber nachgedacht, wie das eigentlich tatsächlich sich genau verhält. Also ich hatte immer gedacht, naja gut, also Herr Kirchner schafft das, jetzt noch was in die Zeit anzuhalten in diesen Bildern. Also da ist etwas, was mehr dauert als einen Moment, was paradox ist, weil die Fotografie ja eigentlich eine Momentaufnahme ist. Inzwischen ist mir klar, dass es gar nicht die Zeit ist, die angehalten wird, sondern dass es der Blick ist, der angehalten wird. Und was in diesen Fotografien tatsächlich passiert, daran sieht man, wie man selber in der Wahrnehmung von Welt die Wirklichkeit erschafft.
Und das geht, geschieht auf eine Weise, wie ich es also wirklich sonst in Berlin-Fotografie nicht kenne. Ich hoffe, Sie haben alle auch viel Freude an diesem Buch. Vielen Dank. Danke.